Ich würde im Zweifel, glaube ich, ich würde niemals meinen Freund verraten. Auch nicht für Mord? Tatsächlich, ich glaube wirklich niemals verraten. Herzlich willkommen bei Schuld und Sühne und unserem Spiel Would You Rather. Mein Name ist Laura Wohlers. Und mein Name ist Paulina Kraser. Wir haben heute André Nigel zu Gast bei uns. Rapperin Schwester Eva sagt über ihn, er hat mein Leben gerettet. Er ist nämlich ihr Strafverteidiger und daher kennen ihn wahrscheinlich auch viele von diesen medienwirksamen Prozessen. Ansonsten vertritt er deutschlandweit seine Mandanten und Mandantinnen in Sachen Menschenhandel, Prostitution, Drogendelikte. Und er ist aber auch sehr aktiv auf Social Media. Und zwar postet er da Erklärvideos und verrät da zum Beispiel, wie die Polizei die Wohnung abhören kann. Als beispielsweise kann der Partner ist da und man macht dann, was man mit seinem Partner so macht, nachts im Bett. Und dann darf nicht weitergehört werden, aber ansonsten halt alles. André, wie ist das denn, der Lebensretter von Schwester Eva zu sein? Also ich glaube, das ist als Strafverteidiger so ungefähr die größte Ehre und das größte und schönste Kompliment, was man so bekommen kann. Und von da ist es einfach nur ein mega tolles Gefühl. Okay, dann spielen wir jetzt mal das Spiel Would You Rather, also auf Deutsch würdest du eher. Das ist so unser Format zu moralischen und manchmal auch nicht so moralischen Fragen. Und das geht so, dass wir jetzt hier über dieses Handy Fragen per Chat bekommen, die wir dann nacheinander beantworten sollen. Ja, cool. Und wir kennen die Fragen nicht, sondern die kriegen wir von unserer Redaktion hier zugeschickt. Würdest du eher Bushido oder Khatar verteidigen? Und wer ist Khatar, frage ich. Khatar ist auch ein Rapper, auch ein sogar ein ziemlich, ziemlich guter Rapper, auch bei Schwester Eva im Label, beziehungsweise ihm gehört, glaube ich, sogar das Label. Khatar war selbst mal im Gefängnis und hatte mal einen Raub auf einen Goldtransporter begangen. Die haben sich da als Security ausgegeben, soweit ich das noch weiß, und haben dann einen Goldtransporter überfallen. Er ist dann geflohen. Das Gold wurde bis heute nicht gefunden. Er war in Haft und ist mittlerweile entlassen. Okay, und welchen von beiden würdest du eher verteidigen wollen? Ich glaube, jeder weiß ja mittlerweile, dass Bushido da Kronzeuge in einem Verfahren ist. Sowas würde ich per se nicht vertreten und würde mich definitiv für Khatar entscheiden. Und das sagst du jetzt auch nicht nur, weil du Angst vor einem Clan hast. Ich habe keine Angst. Das heißt, du bist ja auch selber dann in dieser Szene so ein bisschen drin offenbar. Mhm. Gerät man denn da auch irgendwann mal ins Ziel von irgendwelchen Leuten, wenn man sich mit den einen gut stellt und mit den anderen dann ja dementsprechend nicht? Nee, also tatsächlich nicht. Also man könnte das vielleicht meinen bei rivalisierenden Clans. Da herrscht zumindest bei Anwälten, was ich jetzt mitbekommen habe, eine sehr, sehr krasse Grenze und auch ein sehr großer Respekt. Das finde ich ja interessant, dass Anwälte und Anwältinnen da nicht so zur Zielscheibe werden, weil Journalisten und Journalistinnen werden das ja dann doch das ein oder andere Mal. Ja, stimmt, aber wir sind ja auch auf deren Seite. Ne? Also Journalisten berichten ja darüber, veröffentlichen was oder vielleicht wird auch mal was dramatisiert oder ähnliches. Wir sind ja deren größte Bezugspersonen. Okay, nächste Frage. Du bist als Zeugin vor Gericht geladen. Im Verfahren geht es um deine allerbeste Freundin. Deine allerbeste Freundin kommt vermutlich ins Gefängnis, wenn du die Wahrheit sagst. Du bist die Einzige, die sie belasten kann. Du weißt auch, dass es ihr sehr leid tut und sie nie wieder eine Straftat begehen würde. Würdest du eher vor Gericht lügen oder deine allerbeste Freundin belasten? Das kommt darauf an, was meine allerbeste Freundin gemacht hat. Also wenn sie einen Menschen umgebracht hat, dann würde ich sagen, ist sie ab da nicht mehr meine allerbeste Freundin. Wenn das jetzt ein Diebstahl war, dann... Hast du mich ja schon oft gedeckt. Hab ich dich ja schon oft gedeckt. Damit muss man mir nicht kommen. Also. André, wie ist das denn bei dir? Ich würde, glaube ich, den oder diejenige mich ganz schnell verloben und dann von meinem Zeugnisverweigerungsrecht Gebrauch machen. Also ich würde ich bin zu juristisch, ne? Aber ich würde im Zweifel, glaube ich, ich würde niemals meinen Freund verraten. Auch nicht für Mord? Tatsächlich, ich glaube wirklich niemals verraten. Würdest du eher damit leben können, dass dein Partner, deine Partnerin ein Serienmörder ist oder deine beste Freundin, dein bester Freund? Also wenn man sich so in einem Menschen täuscht, ich glaube, das ist erstmal eine richtige Sinnkrise bei mir auslösen würde. Ich glaube aber, dass ich das besser finde, wenn meine beste Freundin eine Serienmörderin wäre. Also ich würde es auf jeden Fall besser finden, wenn du eine Serienmörderin wärst als mein Partner, weil mit meinem Partner teile ich mir eine Wohnung, der schläft nachts bei mir mit im Bett und das ist ja nochmal eine ganz andere Art von Intimität. Ich meine, ich gebe dem mein Leben und dann verscheißert er mich so, ja? Also ich meine, das wird mir bei dir natürlich auch super. Ich schlafe ja auch bei dir im Bett. Du schläfst auch bei mir im Bett, aber nicht so oft. Zum Glück.
Wie ist bei dir, André? Boah, aber meint ihr nicht, man kennt im Zweifel den besten Freund länger als den Partner oder die beste Freundin länger als den Partner und dann, boah, ich würde dann echt meine Menschenkenntnis hinterfragen. Ich meine, länger kennt man die Person vielleicht schon, aber nicht unbedingt besser, oder? Also ich, vielleicht sind Frauen und Männer, ich will gar kein Gender-Thema aufmachen. Also ich würde im Zweifel denken, dass mein bester Freund mich besser kennt als jeder andere auf der Welt. Also auch wenn wir jetzt kein Bett teilen oder ähnliches, dann glaube ich schon, dass der mich sehr, sehr gut kennt. Wir haben eine komische Art von Freundschaft. Ja. Frage an André. Würdest du eher vor Gericht einen Komplizen verraten, wenn du dafür eine Strafmilderung bekommst oder die längere Haftstrafe in Kauf nehmen? Nein, das ist die krasseste Frage, glaube ich, die man mir stellen kann. Danke. Da gibt es im Betäubungsmittelstrafrecht den berühmten 31er oder den Paragraphen 46b im Strafgesetzbuch. Das sind so diese Sachen, wenn du quasi jemanden ans Messer liefert, der jetzt noch nicht erkannt ist als Mittäter, bekommst du eine Strafmilderung. Diese Paragraphen, von denen würde ich nicht Gebrauch machen. Das mache ich nicht. Aber passiert das öfter mal vor Gericht? Wahrscheinlich, oder? Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie oft. Es ist natürlich so eine Situation, gerade wenn jemand in Haft ist. Man stellt sich vor, man wurde gerade verhaftet und die Polizeibeamten kommen und sagen, pass mal auf, wo hast du denn, keine Ahnung, die Drogen her oder so? Sagt er, ich sag nichts. Und sagt der Polizist, ja, solltest du dir vielleicht überlegen, wenn du die nächsten 8 Weihnachten nicht bei deiner Mama verbringen willst, dann gehst du zurück in die Zelle. Aber wenn du vielleicht bei deiner Familie sein möchtest an Weihnachten, dann sagst du uns jetzt, wer das war. Darf die Polizei sowas denn? Ja, also was die Polizei, nein, die darf natürlich nichts konkret in Aussicht stellen. Aber die Praxis zeigt, ist natürlich das, was die Mandanten mir schildern, dass es immer wieder zu diesen Versprechungen kommt. Wie seht ihr das? Wie bewertet ihr diese sehr moralische Frage? Also ob ich jemanden verraten würde, um kürzer in Haft zu sein. Ich würde das nicht so generell ablehnen, ehrlich gesagt. Nee, sehe ich auch so. Das kommt drauf an, in welchen Delikten das so wäre. Was meint ihr denn, wenn ihr jetzt verhaftet werdet? Wer wäre traurig? Dann wären unsere Freunde, Freundinnen, Familie alle traurig. Ja, und dann sagt man was, die anderen wären verhaftet und dann ist man dafür schuld, dass die anderen Unschuldigen, die mitleiden, wenn jemand in Haft kommt, auch traurig ist, weil die Eltern leiden automatisch mit. Das ist schon richtig, allerdings hat die Person ja auch sich strafrechtlich was zu Schulden kommen lassen. Das wäre dann ja nicht wirklich meine Schuld, dass sie dann ins Gefängnis kommt, sondern ja eigentlich ihre eigene, weil sie auch straffällig geworden ist. Ja, aber das ist, dann hätte man Polizist werden sollen oder Staatsanwalt. Würdest du eher mit jeder Lüge durchkommen oder jede Lüge einer anderen Person erkennen? Ich möchte auf jeden Fall lieber mit jeder Lüge durchkommen, weil ich glaube, dass es Gründe gibt, warum Menschen lügen. Ja, und ich glaube auch, dass mehr Leute lügen, als man das vielleicht sogar denken würde. Und dass man dann wirklich, wenn man diese Kraft hätte, so ein bisschen an der Menschheit zweifeln würde und verzweifeln würde. Also ich glaube auch, wenn man das jedes Mal erkennen würde, ich glaube, dann würde man durchdrehen. Also ich glaube, ich erkenne schon viele Lügen, aber wenn es jedes Mal, jede kleine Notlüge oder das, ey, ich komme zu spät, weil ich im Stau bin oder so, und dann weißt du, der ist gar nicht im Stau, weil er irgendwas anderes gemacht hat, ich glaube, dann dreht man tatsächlich auf Dauer durch. Wo oder wie erkennst du denn Lügen? Ich habe ja immer den Luxus, dass ich als Strafverteidiger Fragen stellen kann, ne? Und dann mit Rückfragen, mit gezielten Rückfragen, zum Kerngeschehen, zum Randgeschehen oder was auch immer, hat man das ja früher oder später irgendwann raus. Und das ist auch das Witzige bei mir hier im Büro. Also wenn, keine Ahnung, ich sage, ey, hab das schon da und da angerufen und dann sagen die Mädels und Jungs mir vom Büro, ja, ich habe keinen erreicht. Und die wissen, wenn ich jetzt nochmal eine Rückfrage stelle oder zwei, dass ich die beim Flunkern ertappt habe. Also das hat man irgendwann raus, glaube ich. Wärst du denn manchmal auch ganz froh, wenn sich deine Mandanten und Mandantinnen, also wenn die dich eher anlügen würden, als immer die Wahrheit zu sagen? Nee, gar nicht. Also das Vertrauensverhältnis zwischen Strafverteidiger und Mandant ist für mich zumindest so unfassbar. Allerwichtigste. Okay, aber ganz kurz, wenn du jetzt beispielsweise einen Mandanten hast und der sagt, ja, ich habe die Person aber umgebracht, wenn er dir das gegenüber zugibt, dann darfst du ja vor Gericht nicht behaupten, dass dein Mandant das nicht getan hätte, oder? Also ich darf als Verteidiger nur das weitergeben als Einlassung für meinen Mandanten, was mein Mandant mir gesagt hat. Ich darf ihn natürlich nicht dazu raten, jetzt irgendeinen riesen Unsinn zu erzählen. Das natürlich nicht. Dann würde man als Strafverteidiger wahrscheinlich sagen, pass mal auf, wir haben das Recht zu schweigen und das machen wir dann auch. Okay. Ich habe sehr starke Gefühle zu dieser Frage, André. Würdest du eher bei der Anwaltsserie Suits mitspielen oder bei Boston Legal? Suits. Bei mir wäre es auf jeden Fall. Mein Name ist Danny Crane. Ich war mal Captain eines Raumschiffs. Also ich kenne ja Boston Legal nicht. Also ist eine Schande. Deswegen kann ich dazu leider nichts sagen. Ich mochte aber Suits sehr gerne und ich sehe dich da auch, André. Boah, jetzt ist mein... Tatsächlich kann das die letzte Frage sein. Jetzt ist mein Abend sowas von gerettet. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. André, vielen Dank, dass du mitgemacht hast und die Fragen so schön beantwortet hast. Auch mit deinem strafrechtlichen Hintergrund natürlich. Ja, es war super spannend. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Das war sehr toll, hat sehr viel Spaß gemacht und ich fühle mich geehrt.
geehrt, dass ihr mich da zugeholt habt. Danke, André. Tschüss. Vielen Dank. Tschüss. Danke. Wir würden gerne von euch wissen, seid ihr eher Team Suits oder Team Boston Legal? Schreibt uns das doch mal in die Kommentare. Und wenn ihr unsere nächsten Videos nicht verpassen wollt, dann klickt auf die Glocke und abonniert unseren Kanal. Und hier kommt ihr zu einem Video von Cold Mirror zum Thema diverse Kack-Produktbeschreibungen. Schaut da doch mal rein.